Hi und herzlich willkommen zur letzten Runde Zocken mit dem Sammler in dieser Woche. Wo bleibt denn unser Chat? Hallo Sportakus 1, 2, 3, Erster und Alex Fly ist auch fast Erster. Sportakus 1, 2, 3. Ja, ist ja wichtig, dass man das dann auch erwähnt. Bibi Blocksberg-Quiz kommt da direkt. Hallo nach Koblenz und Nordhorn und in den Schwarzwald. Mehrere Grüße hier aus dem Schwarzwald. Servus sagen auch viele heute. Grüße nach Mainz und Offenbach und Grüße an Sascha. Steht auch Annika ist barfuß, da haben wir uns gerade schon drüber. Ich habe gerade schon gesagt, es sieht ein bisschen so aus, ich bin nicht barfuß. Ich habe nur rosane Socken an. Die sind aber ganz süß, da ist sogar so eine Waschbär auf der Seite. Also ich bin wirklich nicht barfuß. Sieht ein bisschen so aus, gebe ich zu. Grüße aus Warnemünde. Grüße aus Polen, schreibt da auch jemand, sogar außerhalb von Deutschland. Nicht schlecht. Schreibt jemand Waschbär? Waschbär, ja, ist ein ganz süßer Waschbär. Das ist ein Sockenset, ich habe davon mehrere, die haben andere Waschbären dann. Grüße an Julian aus Mülheim. Grüße an Vivi und Grüße nach Heidelberg und an Christian, liebe Grüße. Hier geht's ab. Grüße aus Knittkuhl, Memmingen. Socken mit Motiv gefallen mir schon mal tendenziell. Grüße an Alexa. Wen haben wir denn noch hier so? Ach, das noch da mal. Schreibt uns doch gerne mal, wenn ihr das erste Mal Quizduell live spielt. Und schreibt uns doch gerne oder schickt uns einen passenden Emoji, wenn ihr gestern beim Sportquiz mit dabei wart. Genau, schicken. Was haben wir gesagt? Immer Daumen hoch, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Genau, Daumen hoch fürs erste Mal. Und genau, wir wollen Sport-Emoji sehen, wenn ihr gestern dabei wart. Bei Jan und mir, bei Sportprofis. Da kommen ganz viele Sportsachen. Tennisball. Viele Daumen, viele neue Leute. Sehr gut. Ui, da sind auch viele Sport-Emojis. Ja, Genie. Das machen wir zum ersten Mal dabei. Sehr gut. Ich erkläre auch gleich nochmal die Regeln, keine Sorge. Daran soll es nicht scheitern. Und Grüße an Nils. Und an Nico. Da geht's aber jetzt ab. Ich würde sagen, wir legen los. Herzlich willkommen zu Quizduell Live. Ich bin Annika, ich bin euer Host für den heutigen Abend. Und ihr habt sie schon gesehen, mit mir ist die liebe Christina hier. Hallihallo, liebe Leute, da sind wir wieder. Letztes Quiz der Woche. Genau, jetzt nochmal gut Ohren auf. Wir spielen noch einmal diese Woche. Ich erkläre nochmal die Regeln. Wir haben wieder 12 Fragen für euch mit Antwortmöglichkeiten. Wenn ihr richtig antwortet, kommt ihr weiter. Wenn ihr falsch antwortet, seid ihr leider raus. Haben wir bis Frage Nummer 7 allerdings noch einen Rettungsring, einen kleinen Joker für euch. Den könnt ihr einsetzen, wenn ihr eine Frage falsch beantwortet. Dann kommt ihr trotzdem weiter. Wie kriegt man momentan auch noch ganz gut Rettungsringe, Christina? Ihr könnt bei uns in der App eure Freunde einladen. Das heißt, da kann man den Link über WhatsApp oder Facebook oder SMS oder was auch immer einfach mit den Freunden teilen. Und wenn sie sich dann einloggen oder die App runterladen, dann gibt es einen tollen Rettungsring für euch. Pro Freund oder Freundin einen weiteren Rettungsring, das lohnt sich. Ansonsten könnt ihr natürlich auch in unserem Preispott was gewinnen. Und zwar 4000 Tickets und obendrauf auch nochmal 400 Rettungsringe. Das Ganze wird natürlich alles fair geteilt, wenn mehrere gewinnen. Ich würde sagen, wir haben genug die Regeln erklärt und geredet. Jetzt geht's los mit Frage Nummer 1. Welche Währung hatte Deutschland vor der Einführung des Euro? Ist es die deutsche Krone, der deutsche Dollar, der deutsche Rubel oder die deutsche Mark? Eine einfache Frage zum Start, das müssten alle wissen. Hoffen wir mal. Ich glaube an euch. Seit wann gibt es denn den Euro in Deutschland? Den gibt es seit 2002, das war der 1. Januar 2002. Seitdem gibt es das Bargeld, den Euro. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, jemals persönlich mit der deutschen Mark gezahlt zu haben, denn ich war dann noch relativ jung. Ich vielleicht mal, wenn man dann so mal zum Kiosk gegangen ist, für 1 Euro so eine Schlemmertüte. Eine Mark? Genau, für 1 Mark so eine Süßigkeitentüte dann. Ja, so eine gemischte Tüte. Genau, die richtige Antwort ist natürlich die deutsche Mark. Das wusste auch die Mehrheit von euch sehr gut. 9.105 Leute richtig. Ich bin froh, dass wir kaum Leute an den deutschen Rubel und die anderen verloren haben. Ihr kennt eure Währungen. Das wäre auch weiter geht's mit Frage Nummer 2. Wie heißt ein Schwimmstil? Ist es Wal, Schmetterling, Känguru oder Wühlmaus? Ich stelle mir das sehr interessant vor. Ich weiß gar nicht genau, ob Wühlmäuse schwimmen können.
Genau, oder so Kängurus oder Stiefel. Ich weiß nicht, ich kann schon Stil. Naja, man nennt es auch Delfin, so habe ich das früher mal gekannt. Die anderen Schwimmstile, die anderen drei kennt man auch. Das sind dann Brust, Rücken und Freistil. Die sind, glaube ich, ein bisschen gängiger. Die könnte ich vielleicht auch eher nochmal zustande bringen. Die süße Tüte hieß das. Da holt man sich eine süße Tüte beim Kiosk. Von der Mark. Mit einer Mark. Konnte man richtig viel holen mit einer Mark. Ja. Eine volle Tüte. Das klingt richtig so. Früher mit einer Mark hat man noch richtig viel bekommen. Genau. Der Schwimmstil heißt natürlich Schmetterling. Und ich würde mal sagen, das heißt so, weil man ja auch die Arme so bewegt, wie so Flügel von einem Schmetterling. Heißt auch im Englischen Butterfly. Das wusste auch noch die Mehrheit. Wir haben ein paar an Wahl verloren. Ist auch, finde ich, die einzig andere logische Sache, weil der kann immerhin schwimmen. Ne? Also lohnt sich. Weiter geht's mit Frage Nummer 3. Davor haben wir ein Bild für euch. Ja, ernster Blick. Ich hatte mal gefragt, das ist ein Politiker, mehr sage ich erstmal nicht. Die Frage lautet, in welchem Land ist der Präsident? Ist es Mexiko, Frankreich, Kanada oder Dänemark? Müsste doch Emmanuel Macron gewesen sein. Wen haben wir denn hier gesehen, Christina? Das war Emmanuel Macron, den wir gesehen haben. Genau, der ist seit 2017 Präsident in seinem jeweiligen Land. Das ist auch ganz ein neuer Politiker, ja, könnte man sagen. Oder eher neuer auf dem Bildschirm zu sehen. Genau, wenn ihr die Partei von ihm könnt, könnt ihr das auch mal in den Chat schreiben. Bin ich mal gespannt. Der ist natürlich Präsident von Frankreich. Das wusste auch immer noch die Mehrheit sehr gut. Ich sehe noch nicht den Parteinamen, aber wir gehen einfach mal weiter zu Frage Nummer 4 trotzdem. Ich sehe es immer noch nicht, ne? Mal sehen. Wir haben vor Frage Nummer 4 einen Sound für euch. Die Frage zu diesem Sound lautet, wer küsste 2008 ein Mädchen? Ist es Taylor Swift, Ariana Grande, Katy Perry oder Lady Gaga? Ich sehe auch, es haben sehr viele den Parteinamen noch geschrieben, das En Marche, und ich sag's bestimmt falsch. Wir haben schon festgestellt, keiner von uns kann französische Sprache. Aber das verzeiht ihr mir hoffentlich. Wie hieß der Song, den wir hier gehört haben? Hat man auch gut gehört im Titel. Der hieß I Kissed a Girl, und ich sehe die richtige Antwort. Ja, schon ganz, ganz viel im Chat hier. Genau. Ist auch für mich immer der erste Song, an den ich denke, wenn ich an diese Sängerin denke. Genau, I Kissed a Girl, Hot and Cold habe ich noch auf der Liste. Teenage Dreams. Genau, die Sängerin, von der wir sprechen, ist natürlich Katy Perry. Und ja, da haben wir immer noch die Mail dabei, haben wir ein paar mehr verloren als bei den letzten Fragen. Aber setzt eure Rettungsringe ein, noch geht das Ganze. Lady Gaga haben ein paar gesagt und Taylor Swift. Roar sagt auch jemand, genau. Stimmt, ist auch sehr, ist ein bisschen aktueller wenigstens, ne? Also weil, ich meine, I Kissed a Girl ist von 2008, das ist ja dann schon noch mal ein bisschen was her. Weiter geht's mit Frage Nummer 5. Die Frage lautet, was ist das Adverb im Satz, ich gebe gerne Trinkgeld? Ist es ich gebe gerne oder Trinkgeld? Hat man hoffentlich gut im Deutschunterricht aufgepasst. Jetzt kommen die ganzen Grammatikfans unter euch. Genau, wir können jetzt, wo ihr nicht mehr antworten könnt, können wir ja schon mal ein paar andere sagen. Was ist denn ich in diesem Satz? Das ist das Subjekt. Genau, gebe ist in dem Fall das Prädikat. Und was haben wir noch? Das Objekt ist Trinkgeld. So. Genau. So herum. Und deswegen ist die richtige Antwort auf unsere Frage natürlich gerne. Ein paar haben wir in Gebe verloren. Aber ich hoffe, dass ihr alle den Rettungsring einsetzt. Wir auch noch weiter in Frage 6 sein können. Das war nicht gut, ja, das stimmt. Genau, sonst müsst ihr im Deutschunterricht noch mal ein bisschen besser machen. Ganz viele Deutsch-Leistungskurs, genau. Ja, die haben es hoffentlich richtig gemacht. Ja. Weil die ganzen Abi-Prüfungen war jetzt vor kurzem. Stimmt, aber sind die schon alle durch? Glaube ich. Auch so mündliche Prüfungen und so? Schreibt jemand von euch Abi? Also mein Bruder, der hat Abi gemacht. Ich habe einen sehr viel jüngeren Bruder und der hat seine mündliche jetzt gehabt. Ah, okay. Warte, welches Bundesland? Ja, Sachsen. Ja, okay. Ich meine, das ist ja immer dann nochmal irgendwie anders. Genau. In NRW fast, schreibt jemand. Schreibt jemand 11.06. auch. Mhm. Ah, okay. Mündliche nächste Woche hat jemand. Ja, okay. Viel Erfolg. Wir drücken die Daumen. Genau. Wir gehen weiter zu Frage Nummer 6. Für die Bio-Fans unter euch vielleicht was Gutes. Die Frage lautet, was sind Milben? Sind es Spinnentiere oder Krebstiere? Mit Bio-Fans meine ich natürlich die Fans vom Fach Bio und nicht von Bio-Produkten. Wir schreiben auch welche Abi vor 14 Jahren, Abi 80. Also wir haben hier echt alle Altersklassen mit dabei, was super ist irgendwie cool ist. Ne? So, ja. Alle zusammen. Abi 2027, das noch ein bisschen hin. Auch gut. Genau, Milben. Und kennt man Blumens, woran erinnern dich Milben am meisten? Staubmilben, oder? Ja. Das ist, woran ich mal denke. Wahrscheinlich so die gängigste Art, aber es ist die artenreichste Gruppe der Spinnentiere tatsächlich. Deswegen ist hier die richtige Antwort auch Spinnentiere.
Es gibt ohne Ende Abi 1995. Ich habe Abi 1945 gesehen. Wow, okay. Wow, wow, wow. Das ist schon was her. Genau, die richtige Antwort heißt natürlich Spinnentiere, deswegen haben wir auch die Mehrheit noch bei uns. Ich glaube, Krebstiere stellt man sich auch bei den Staubmücken nicht so richtig vor. Ne? Aber 1300 Leute haben es falsch beantwortet. Alles noch im grünen Bereich. Wir gehen weiter zu Frage Nummer 7. Das ist die letzte Frage, wo ihr euren Rettungsring einsetzen könnt. Also jetzt nochmal richtig loslegen. Abi 1930, das kommt jetzt aber ganz schön lang vor. Genau, Frage Nummer 7. Haben wir ein Bild für euch? Die Sternennacht. Mhm. Ich meine, 1945 gab es da keinen Abi-Jahrgang. Ich glaube, die veräppeln uns hier. Frage zu diesem Bild lautet, von wem stammt dieses Gemälde? Ist es Pablo Picasso, Rembrandt, Claude Monet oder Vincent van Gogh? Genau, ich habe damals im Kunstunterricht, da mussten wir dieses Bild malen. Da haben wir das halt ja, eine Vorlage bekommen, wie das aussieht, und das mussten wir dann nachmalen. Da erinnere ich mich immer noch dran. Abgepauscht oder wie? Nee, das haben wir nicht abgepauscht, das mussten wir dann selber malen. Ja. Und Annika meint, das hat sie nie gemacht, und ich würde gerne euch im Chat fragen, wer hat das so auch gemalt im genau. Kunstunterricht? Genau, was haben wir denn überhaupt hier für ein Bild gesehen? Das kannst du uns doch dann am besten erklären. Das ist Sternennacht. Genau. Und gemalt wurde das ganz, wir mussten das auch abmalen. Guck, das scheint ein gängiges Ding zu sein. Das wurde gemalt von Vincent van Gogh natürlich, 1989. Der Liebe ist das Jahr danach gestorben, also in seinem letzten Lebensjahr. Wir haben hier ein paar an Claude Monet verloren, aber ich würde sagen, das ist eigentlich grundsätzlich ein ganz gutes Ergebnis für Frage Nummer 7. Hat doch jemand, das hängt in New York, stimmt das? stimmt das? Gut möglich, habe ich jetzt gar nicht so vor Augen. Aber schreiben auch viele 1889 und das stimmt, das ist aus 1889. Genau. Wie gesagt, das Jahr, bevor Van Gogh gestorben ist. Also irgendwie noch mal was im letzten Jahr noch was zustande bekommen. Wir gehen weiter zu Frage Nummer 8. In welchem heutigen Land kam es zur Nuklearkatastrophe von Tschernobyl? Ist es Tschechien, Russland, Belarus oder Ukraine? Genau. Da haben vielleicht einige von euch noch ein bisschen bessere Erinnerungen dran. Wir haben hier schon gesehen, dass wir aus jedem Jahrgang jemanden haben. Wir beide waren da noch nicht auf der Welt, das ist 1986 passiert. Ja, Frank, habt ihr da die, es gibt eine Serie dazu, oder? Ist die auf Netflix oder ist die auf... Zu Tschernobyl? Mhm. Weiß ich nicht, hast du die gesehen? Nee, aber ist auf meiner Liste. Ah, okay. Ja, wenn jemand das empfehlen kann, schreibt gerne mal in den Chat, dann gucken wir uns das mal an. Bei HBO ist oder bei Netflix, bin mir jetzt gerade unsicher, genau. Aber gibt's auf jeden Fall. Das Ganze ist in der Nähe der ukrainischen Stadt Pripyat geschehen, deswegen im heutigen Land der Ukraine. Und das haben 3489 von euch richtig gemacht. Wir haben ein paar an Russland verloren, aber ich würde sagen, momentan sieht's ganz gut aus. Wir sagen, bei Sky ist die Serie uns sehr, sehr gut, also können wir euch empfehlen zu gucken. HBO ja, ich hab das, auch. Ich habe den Trailer auch schon mal gesehen. Jemand schreibt, bei ProSieben lief die auch. Also sehr ja, empfehlenswert ja für alle Jahrgangsstufen, könnte man sagen. Sehr gut. Ja, gerade wenn man es vielleicht nicht mehr so in Erinnerung hat, kann das ja auch nicht schaden. Weiter geht's zu Frage Nummer 9. Dazu haben wir euch einen kleinen Tipp in unserem ersten Push gegeben. Mal sehen, ob das geholfen hat. Die Frage lautet, welcher Schauspieler ist größer? Ist es Sky Dumont oder Moritz Bleibtreu? Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich habe nicht so eine richtig gute Vorstellung davon, wie groß irgendwelche Schauspieler sind. Ich auch nicht. Also da würde man jetzt denken, dass einer vielleicht sehr klein ist oder einer sehr groß ist. Mhm. Ja. Die sind, kann ich schon mal verraten, jetzt wo wir nicht mehr abstellen können, über 20 cm auseinander. Hätte ich nicht gewusst, ich hätte von beiden kein gutes Bild gehabt. Einer ist 1,96 und einer ist 1,73. Und der größere von beiden ist natürlich Sky Dumont. Der hat, ach, das wussten voll viele von euch. Ich bin voll überrascht, weil ich fand das irgendwie eine schwierige Frage. Ihr nicht, deswegen seid ihr schon so weit gekommen. Und geht jetzt mit uns auch noch in die letzten drei Fragen, unseren Final Countdown. Weiter geht's mit Frage Nummer 10. Wo liegt das größte geschlossene Apfelanbaugebiet der EU? Ist es Rheingau, Hallertau, Südtirol oder Normandie? Das hätte ich auf jeden Fall gar nicht gewusst. Gar keine Ahnung, wo die Äpfel angebaut werden, wo die eigentlich herkommen. Da müsste man sich vielleicht mal ein bisschen informieren. Ich auch nicht, aber immerhin wissen wir das jetzt. Nämlich kommen 11 Apfelsorten her und es sind rund 18.400 Hektar. Und ich finde immer, man hat das ja früher im Matheunterricht so schön dargestellt bekommen, dass ein Hektar ein Fußballfeld ist. Und wenn man sich das so vor Augen führt, ist das eine ganze Menge. Genau, und das Ganze liegt in Südtirol. Einige von euch kennen sich richtig gut aus mit Apfelanbaugebieten, sehr gut. Mit denen, was sind das, 1897 noch? Gehen wir weiter zu Frage Nummer 11. Davor haben wir ein Video für euch. Genau, die Frage zu diesem Video lautet,
Wie heißt die Kinderbuchfigur Michael aus Lönneberger mit Nachnamen? Ist es Nilsson, Andersson, Johansson oder Svensson? Und ich finde immer ganz witzig, ich habe das mal gehört, oder? Der heißt im schwedischen Original gar nicht Michael, sondern Emil. Aber dadurch, dass wir in Deutschland schon einen Emil hatten mit Emil Tischbein von Emil und die Detektive und sonst was von Erich Kästner, wurde der umbenannt in Michael. Deswegen heißt er bei uns ganz anders. Ich fand das irgendwie ganz witzig, dass man nicht zwei Emils haben konnte. Ich weiß, wenn man so zwei, man hat ja so zwei so ikonische Figuren, also sowas wie Harry Potter, da gibt es halt nur einen Harry, da will man keinen zweiten. Ich verstehe das auch, aber irgendwie so eine, ganz witzig, dass man sich so die Gedanken gemacht hat, als das nach Deutschland gekommen ist. Und dieser Michel heißt mit Nachnamen Svensson. Das hat immer noch die Mehrheit richtig, sehr gut. Ich finde das irgendwie auch so einen ganz nostalgischen Film. Ich habe den, glaube ich, zu Weihnachten oder so nochmal im Fernsehen gesehen. Finde ich ganz schön. Habt ihr auch alle früher Michel geguckt? Wie ist das bei dir? Ich habe mich hier geguckt, das war auch so ein Klassiker, den man gesehen hat. Mhm. Weiter geht's zu Frage Nummer 12 unserer letzten Frage. Jetzt nochmal gut aufgepasst. Ich bin gespannt, wie viele es schaffen. Die Frage lautet, welches Land ist weltgrößter Produzent von Sesamsamen? Ist es Pakistan, Bolivien, Sudan oder Papua-Neuguinea? Nicht. Eine Frage an den Chat, wie wächst Sesam eigentlich? Ja, glaube, also von mir eine ernst gemeinte Frage. Bolivien. Sesam. Wirklich, wissen wir nicht so genau. Wir wissen aber jetzt, was über die größten Sesamproduzenten auf der Welt. Mhm. 7 von den 10 größten Sesamproduzenten kommen nämlich tatsächlich aus Afrika und 3 aus Asien. Die richtige Antwort hierfür, der größte Sesamproduzent liegt im Sudan. Und wie viele haben das von euch richtig gemacht? Ich sage, einige schreiben Strauch, einige schreiben Baum, also ihr wisst es auch nicht. Genau. Und das haben 194 richtig. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben aber einige an Pakistan hier verloren. Ja, aber herzlichen Glückwunsch an diesen Sieger. Genau. Am besten gucken wir uns einfach noch mal ein paar von euch an. Wer hat denn das richtig gemacht bis Frage Nummer 12? Wir haben Ratefuchs 66, ein toller Typ, Ida 1406, Linux-Muddy, Quizpapst 31, Matthias SCF, Marco Wurzel 9, Uli 23.0372, Snow White und Slin 113. Herzlichen Glückwunsch an euch und an alle anderen Sieger. Wir sind nächste Woche wieder da von Montag bis Donnerstag um 18 Uhr. Von uns ein schönes Wochenende und... Da bin ich dieses Mal wirklich nicht so gut weggekommen, also... Das war echt nicht so doll. Gut, den Rettungsring bei Ich gebe gerne Trinkgeld hätte man sich schenken können. Das ist mir auch aufgefallen, dass das falsch war, als ich da aufgedrückt habe. Ich persönlich bin auch kein großer Freund von Trinkgeld, muss ich sagen. Wahrscheinlich, weil ich selbst nie welches bekommen habe. Ich denke, wenn man dann direkt in einem Job arbeitet, wo man selbst oft Trinkgeld bekommt, wird man eine andere Einstellung zu haben. Also dieses Mal wäre ich jetzt auch schon ein paar Mal rausgeflogen. Gut, jetzt habe ich noch einen Rettungsring. Hoffen wir mal, dass ich beim nächsten Quiz wieder besser durchkomme. Das ist natürlich auch schade, wenn man dann seinen Rettungsring für so einen Mist verballert. Naja gut, muss man so nehmen, wie es kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir zu spielen. Und dann würde ich sagen, bis Montag für eine neue Runde Quizduell. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.